all of us to sit down. Nein, nein. Vorhin ein Tor, sag mal. Nein, nein, ich sag mal. Nein, Herr Doktor. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin des Sächsischen Landtages, Exzellenzen, sehr geehrte Abgeordnete des Sächsischen Landtages, sehr geehrte Angehörige, sehr geehrte Veteranen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute gedenken wir der Ereignisse vor 65 Jahren, die für die Völker der Anti-Hitler-Koalition von besonderer Bedeutung waren. In der Nacht vom 23. April 1945 wurde das Kriegsgefangenenlager Zeithain befreit. Als Vorsitzende der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft freue ich mich deshalb, dass wir hier einige Angehörige der Toten sowie Gäste aus nah und fern begrüßen können, die aus Anlass der Wiederkehr der Beendigung des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland gereist sind. Hier in Zeithain befindet sich, nimmt man die Zahl der Todesopfer, die größte Gräberstätte im Freistaat Sachsen, zugleich diejenige Gedenkstätte in Deutschland, auf der mit über 25.000 sowjetischen Kriegsgefangenen die meisten dieser Opfergruppe ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Zeithain ist damit eine Gedenkstätte von nationaler und internationaler Bedeutung und Symbol Deutschlands für den Umgang mit dieser Opfergruppe des Nationalsozialismus. Dass wir inzwischen von den über 25.000 sowjetischen Toten des Lagers mehr als 95% der Anonymität haben entreißen können, ist einem gemeinsamen, völkerverbindenden, deutsch-russisch-ukrainisch-weißrussischem Forschungsprojekt zur Schicksalsklärung sowjetischer Kriegsgefangenen zu verdanken, das unter der Federführung der Dokumentationsstelle der Stiftung seit nunmehr über 10 Jahren durchgeführt wird. Zu den Aufgaben der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft gehört an zentraler Stelle das Gedenken und die Erinnerung an die Todesopfer. Es gehört dazu die Ehrung der Toten. Der ehemalige Lagerkomplex ist heute ein riesiger Friedhofskomplex mit allein 4 Massengräberanlagen. Und zu diesen gehört auch der Ehrenhain Zeithain, auf dessen Gelände wir uns befinden. An einem solchen Ort
so merkwürdig das klingen mag, werden die Menschen zusammengeführt. Es ist als Ort und Gedenkstätte ein Platz für das Ringen, um ein tieferes Verständnis für die Zivilisationsbrüche des 20. Jahrhunderts, ein Jahrhundert voller Kriege und Revolutionen, ein Jahrhundert auch der Extreme, folgte ebenso nach der friedlichen Revolution 1989-90 wie die Errichtung des Holocaust-Denkmals in Berlin. Verehrte Gäste, hier in Zeithain erinnern wir an das Schicksal von sowjetischen, italienischen, polnischen und serbischen Kriegsgefangenen. Zeithain ist jedoch die einzige Gedenkstätte in Deutschland, die sich schwerpunktmäßig sich der Aufgabe verpflichtet, dieser Opfergruppe im In- und Ausland das ihr zustehende Recht auf Anerkennung und auch auf Würdigung ihres Schicksales zu sichern. Lange Jahre gehörten diese Menschen, mehr als 3 Millionen insgesamt, zu den vernachlässigten Opfergruppen in ihrer Heimat, aber auch bei uns in Ost und West unseres damals geteilten Vaterlandes. Wichtige Aufgaben liegen insofern noch vor uns mit Blick auf die Zukunft. Es gilt, die Bedeutung der sowjetischen Kriegsgefangenen als millionenfache Opfergruppe im öffentlichen Bewusstsein viel tiefer zu verankern und auch im Bewusstsein der jungen Menschen, der Schüler so zu festigen, dass diese daraus ihre Lehren ziehen, nämlich zu erkennen, welche Gefahren uns allen drohen, wenn die Institutionen des Rechtsstaats an Autorität und Kraft verlieren, wenn das Leben von Menschen wieder in die Befehlsgewalt von Diktatoren zu geraten droht, wenn fundamentale Menschenrechte verletzt werden. Stets gilt, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie bleibt unantastbar. In diesem Sinne sind Gedenkstätten wie Zeithain außerordentliche, außerschulische Lernorte. Und es gehört gewiss zu den eindrücklichsten Erfahrungen, auch für junge Menschen, die diese überhaupt machen können, die Gräber von Toten würdig zu pflegen. Kriegsgräberabkommen seit 1992 auch mit den ehemaligen Ländern der Sowjetunion abgeschlossen, mit den Ländern der ehemaligen Sowjetunion abgeschlossen. Kriegsgräberabkommen verpflichten die Bundesrepublik Deutschland, ihren Pflichten, die sich aus dem Krieg ergeben, nachzukommen. Würdige Gräberstätten herzurichten, über die Bestatteten zu informieren und ihnen mit der Namensklärung auch ein Stück ihrer Würde wiederzugeben. Das sind unter anderem auch die Lehren aus der Negierung der Kriegsgefangenenkonventionen durch den verbrecherischen Nationalsozialismus. Und diesen Lehren ist sich auch Europa als Wertegemeinschaft verpflichtet. Alles dafür zu tun, dass sich solche Kriege nicht wiederholen, dass den unveräußerlichen Rechten der Menschen Geltung verschafft wird in einem zusammenwachsenden Europa, dass gewarnt wird vor falschen Verlockungen, Rassismus und Ausgrenzung, vor Ausländerhass und auch der leichten Suche nach Sündenböcken. All das gehört zu den bedeutsamsten, zu den vornehmsten Aufgaben der Stiftung Gedenkstätten. Die sächsische Staatsregierung ist sich ihrer Aufgabe bewusst. Und auch der Sächsische Landtag als demokratische Vertretung dieses Landes nimmt diese Aufgabe sehr ernst. Und ich freue mich daher sehr, dass die erste Vizepräsidentin des Sächsischen Landtages, Frau Andrea Dombois, anschließend zu uns sprechen wird. Verehrte Gäste, so heiße ich Sie in diesem Sinne noch einmal willkommen, von Herzen willkommen. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie gekommen sind, um gemeinsam dem Gedenken von Zehntausenden von Opfern die Ehre zu erweisen. Vielen Dank.